Hallo liebe Anglerinnen und Angler, wir begrüßen euch ganz herzlich hier im Frühjahr am Forellenbach. Wir haben es heute auf Bachforellen abgesehen. Mein Teamkollege von Seika Pro, Gerrit Müller und ich. Hallo. Gerrit, wir waren ja letztens schon mal zusammen unterwegs, da lief es ja richtig gut. Sehr, sehr gut, ja. Und wir versuchen heute einfach daran anzuknüpfen. Gerne, auf jeden Fall. Ja. Wir probieren es jedenfalls und euch ein bisschen daran teilhaben zu lassen, wie man jetzt um diese Jahreszeit, also zum Saisonbeginn, mit der Spinnerute erfolgreich auf Bachforellen angelt. Los, lass uns angeln. Genau. Ja, Bachforellen angeln ist Wanderangeln, kann man wirklich so sagen. Es lohnt sich also nicht, die Spots hier allzu lange abzufischen. Man muss die Fische suchen und dann, wenn man so einen tieferen Gumpen hat, den muss man ein bisschen intensiver ausangeln. Und da vorne kommt jetzt gleich einer. Ich denke mal, da gibt es Fisch, weil hier der ganze Bereich war bis jetzt ganz flach. Da kann mal ein Fisch sein, aber ist eher nicht so wahrscheinlich. Ah, Biss, schade, da war einer. So, da war gerade der erste Biss auf den Spinner. Da der nicht gehangen hat, mache ich jetzt mal einen Wobbler dran und vielleicht kriegen wir sie damit dann. So, hier seht ihr mal den Köder. Das ist so ein, ja, ziemlich günstiger, aber trotzdem erfolgreicher Wobbler aus Polen. Ich glaube, in Deutschland gibt es die gar nicht so ohne weiteres, aber ich stehe auf sowas. Wir haben natürlich auch von Fishing Tackle Max sehr schöne Köder zum Bachforellenangeln. Unser Rodeo-Spinner zum Beispiel, auch der neue Rodeo Extrema, mit dem Gerrit jetzt gerade angelt. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt hier vielleicht auch in den letzten Tagen bei dem schönen Wetter ein paar andere Angler unterwegs waren und Spinner sind eben doch so die Köder, die beim Bachforellenangeln am häufigsten eingesetzt werden. Und da sind die Fische dann auch schnell mal damit so, ja, ich sag mal, verangelt im Prinzip. Ja, also verblinkert, sagt man ja. Den Wobbler hier, das ist vielleicht noch zu erwähnen, den habe ich mit Einzelhaken ausgestattet aus unserem Programm. Das sind diese Van Hook-Haken aus dem FDM-Forellenprogramm. Das ist hier so vorgeschrieben an dem Gewässer und ist es natürlich auch viel fischschonender, hier mit diesen Einzelhaken zu angeln. Funktioniert wunderbar. Da ist die erste. Sehr schön. Ist jetzt nicht riesig, aber es ist auch keine ganz schlechte. Macht richtig Spaß hier an der feinen Rute. Cool. Ach. Oh! Ja. So ist das, wenn man den Kescher hier hinten dran hat, die hätte man jetzt problemlos kriegen können. Aber ihr habt sie zumindest gesehen. So ist das. Selbst schuld. Weitermachen. Fisch. So, nochmal machen wir den Fehler jetzt nicht, den ich eben gemacht habe. Ah, jawohl, schöne Forelle, sehr gut, super, so soll das sein. Die ist sogar schon für hier, für den Bach, echt guter Fisch. Ah, jetzt hat sich von alleine gelöst. Das ist immer der Grund, warum ich nicht so gerne keschere eigentlich, aber wunderschönes Tier. Toll, sehr, sehr gut. Und weg ist sie. Perfekt. So darf es weitergehen. Ersten Fisch verloren, den zweiten gefangen, ging jetzt auf einen kleinen Wobbler und hier an der Vorleitroute, also gleich ein richtig guter Beginn, weil das war für diesen Bach hier eine schöne Größe, also die fängt man hier nicht jeden Tag. Mal gucken, was da noch so kommt. Also Fische sind da. Gerrit hat jetzt auch einen Nachläufer. Komm, hol sie dir. Mal sehen, ob wir hier, das ist ja auch ein richtig geiler Pool, ob wir hier noch einen rausholen können vielleicht. Hoffen wir mal, dass wir Glück haben. Also Fische scheinen auf jeden Fall noch einige drin zu stehen. Da muss man schon sehr zielgenau werfen können bei der Forellenangelei. Das ist immer so eine Geschichte. Weil wenn man jetzt hier irgendwo in den Baum reinwirft oder sowas und dann da rumzieht, dann hat das doch immer, ja, Scheuchwirkung und so ein Spot ist dann
schnell verangelt. Gerade diese größeren Forellen, die sind halt nicht umsonst so groß geworden. Aber hier der Wobbler, der läuft jetzt ungefähr so 1,5 Meter tief und ich habe keinen Bodenkontakt damit. Also da sieht man mal, wie tief das hier ist. Also hier könnte man auch unmöglich durchwarten an der Stelle. Wir haben leider ein bisschen Wind, das ist eigentlich immer eher unangenehm, weil diese kleinen sensiblen Köder da doch ein bisschen anfällig dafür sind. Aber ihr seht schon, also die ersten Würfe sind immer entscheidend. Die bringen meistens dann den Fisch. Braucht man gar nicht so lange so einen Spot auszuangeln. Ich werde jetzt vielleicht nur mal, weil jetzt ja hier doch noch einige Fische drin standen, noch mal einen Köderwechsel machen, noch mal einen anderen Wobbler montieren. Aber wenn da nichts kommt, dann gehen wir weiter. Oh! Vor den Füßen draufgegangen. Vor den Füßen draufgegangen. Crazy. Verrückt. So, ich riskiere es nochmal, ehe sich da die Haken hier im Kescher irgendwo verfangen. Die hat nur noch ein Auge. Sie hat aber meinen Köder trotzdem gesehen. Einäugiger Fisch. So, schnell gelöst. Hier. Wunderschöne Tiere. Wirklich wunderschöne Tiere mit den roten Punkten. Richtig cool. Also der Wobbler, der bringt es offensichtlich heute. Und das ist eben so dieses Spannende, wenn die dann hier noch hinterherkommen und unter der Rutenspitze hat sie den Köder genommen. Richtig, richtig geil. So. Wie gesagt, einmal wechsle ich noch kurz den Köder, aber jetzt 3 Fischkontakte hier für einen so einen Platz, das ist schon, Gerrit hat ja auch noch ein Biss, das ist schon ziemlich viel. Deswegen glaube ich, dass wir den Bereich hier jetzt abgefischt haben und dann muss man wirklich knallhart gleich weiterlaufen. Also jetzt hier noch stundenlang stehen bleiben, das bringt absolut gar nichts. Schnelle Platzwechsel, wieder ein Biss? Ja, einer war noch. Schade. Schnelle Platzwechsel, also je mehr Strecke man an so einem Bach hier abfischt, desto erfolgreicher ist man auch. Das kann man zweifelsfrei so sagen. Da, ich habe sie gesehen. Ah. Also ihr seht, wir haben jetzt wieder gewechselt auf Gerrit mit Spinner, ich mit Wobbler. Manchmal beißen sie dann auch eher auf den Spinner. Ich hatte jetzt hier keinen richtigen Biss an der Stelle bei ihm. Hat noch einen attackiert, ich habe es gesehen. Im Augenwinkel. Leider nicht hängen geblieben. Ja, ihr seht, also nach dem guten Starten, Zuckerschlecken ist es nicht unbedingt. Wasserstand ist auch relativ niedrig im Moment hier in dem Gewässer. Und ja, mit Spinner vor allen Dingen, Gerrit hat öfter mal einen Nachläufer oder mal so eine kurze Attacke. Mal schauen jetzt, machen wir wieder die Probe auf Exempel, dass ich den Spot jetzt hier gleich mit Wobbler befische, mal sehen, aber ich lasse ihn mal noch ein paar Würfe machen. Na, Petri, mein Freund, ja. Top, sehr schön. Ja, jetzt nicht wirklich die sanghaft große, aber dafür umso schöner. Und der Rodeo-Spinner fängt denn doch? Gelb-schwarz. Also ich bin ja nicht so ein Borussia Dortmund-Fan, aber beim Spinner ist das manchmal eine ganz gute Farbe, ja. Kriegst du wer ab? Ja, gut gebissen. Da sind halt auch sehr gute Drillinge dran an dem Ding. Aber kriegen wir alles sicher gelöst. Genau. Können wir jetzt. So schon zurücksetzen. Sehr gut. Geil. Top. Ärgerlich. Ja, ich habe es gesehen. Schade. Ihr habt gesehen, Gerrit hatte einen guten Fisch drauf gehabt, leider verloren.
Jetzt hat er in den Baum geworfen, abgerissen. Das ist halt immer so das Risiko beim Forellenangeln. Probiere ich nochmal mit meinem Wobbler. Ist ganz interessant, als wir heute, da kommt eine hinterher, aber eine ganz kleine bloß. Als wir heute vor dem Tag angefangen hatten, da ging es mit Wobbler eindeutig besser. Jetzt habe ich fast so das Gefühl, mehr Bisse auf Spinner im Moment. Allerdings ist es mit dem Wobbler doch immer so, dass die Chance auf eine größere Forelle dann auch gegeben ist. Hat man natürlich mit Spinner auch, aber die richtig guten, die gehen doch eher auf Wobbler. Deswegen setze ich da mal drauf, dass das vielleicht nochmal klappt. Ich versuche jetzt die Würfe immer so nah wie es geht hier an diese unterspülten Ufer zu setzen. Weil jetzt so in der Sonne, das scheinen sie offensichtlich nicht so zu mögen. Da muss man quasi wirklich genau am Unterstand langziehen, um dann doch mal eine aus der Reserve zu locken. Aber hier ist jetzt wahrscheinlich das Problem. Oh, scheiße, da kam eine schöne daher. Also die sind da, aber sie drehen oft ab. Also kein leichtes Unterfangen hier im Augenblick. Aber das war jetzt eigentlich wieder so der Klassiker. Gerrit hatte ja den ersten Wurf gemacht, gleich den Fisch drauf bekommen. Und danach wird es dann direkt komplizierter, weil wenn dann einer dran gewesen ist, dann haben die doch so ein bisschen die ganze Geschichte hier durchschaut und lassen sich dann nur noch ziemlich schwierig so ans Band bekommen. Ich warte jetzt natürlich, weil er jetzt hier gerade am Neumontieren ist, aber normalerweise würde ich jetzt hier an der Stelle auch schon weitergehen, weil die ist abgefischt, also da kommt nichts mehr. Und man sieht auch jetzt gerade um die Mittagszeit, also so diese wenigen tiefen Bereiche, die man hier in den Bächen hat, die sind jetzt also tatsächlich auch am besten da hinten. Wenn man jetzt weit rauswirft, hängt man mit dem Wobbler gleich wieder ein Kraut drin, hat Grundkontakte, weil da wird es flacher. Und hier hat man diesen einen tiefen Bereich, wo es ein bisschen ausgespült ist. Da kam jetzt auch der Biss eben bei Gerrit und der Nachläufer bei mir, aber ja, jetzt ist das hier so fein, wie sieht aus? Erledigt. Wir gehen weiter. Ja, Köder ist leider schon draußen. Aber wieder eine schöne kleine. Aber wunderschön gefärbt sind die hier. Ja, wirklich, ja. Mega. Na also, gut, dann darfst du wieder. Herrlich. Sehr gut. So, Rodeo Extrema Spinner. Also, wie ich das gesagt habe, mit Spinner scheint jetzt im Augenblick ein bisschen mehr zu gehen. Ja. Ich lasse den Wobbler mal noch dran. Also, ab und zu hatte ich ja auch mal einen Nachläufer oder sowas. Schönes Ding. Jawoll! Yes. Sehr gut. Ein echt schöner Fisch. Da habe ich mit meinem Wobbler jetzt gerade das Nachsehen. Aber ist ja egal. Oh, die hatten aber richtig gut genommen. Ja, die wollte es auf jeden Fall haben. Ja, gehen wir mal an Land und lösen den Haken. Ja, Gerrit, Petri auf jeden Fall. Also jetzt 3-2, ne? Ja. Nachdem es am Anfang so aussah, als ob der Wobbler heute voll überzeugen würde, hat sich jetzt zur Mittagszeit hin wirklich komplett umgekehrt. Also Spinner läuft jetzt im Augenblick deutlich besser. Also du hattest mehr Bisse, mehr Nachläufer, ja. Und jetzt letztendlich auch mehr Fische. Aber ich denke mal, das ist vielleicht auch so ein bisschen dieser Reiz von diesem rotierenden Spinnerblatt, der da in dem Moment ziemlich überzeugend wirkt, weil die Fische jetzt mittags eigentlich gar nicht mal so aktiv sind, aber damit lockt man sie eben dann doch mal aus der Reserve. Das macht eben unglaublich starken Druck, Vibrationen und sowas und da schießen sie dann doch mal hervor, während so ein Wobbler eben schon wirklich einen natürlichen Beutefisch imitiert. Den nehmen sie vor allen Dingen dann, wenn sie wirklich Hunger haben, und ich denke mal, das war heute früh der Fall. Also frühmorgens war so diese Phase, wo sie wirklich richtig fressen wollten. Jetzt muss man so mit dem Spinner diese Aggressionsbisse erzeugen. Und das scheint dann eben schon besser zu funktionieren. Aber
Ja, fangen tun beide Köder auf jeden Fall. Ja. Also beide Ködertypen sehr gut beim Spinnfischen. Was ist so dein persönlicher Favorit? Ich bleib bei Spinner. Also der Rodeo Extremspinner ist ganz klar meine Waffe. Dann auch diese Farbe, jetzt ist vielleicht auch ein ausschlaggebend, so dieses Gelb-Schwarz, also hier im klaren Wasser, so schwarze Köder bei Sonnenschein, sagt man ja auch oft, dass das ganz gut funktionieren soll. Und genau, habe ich auch gezielt gewählt, muss ich sagen. Ja. Gerade auch, weil der Bach schön klar ist, habe ich da ein bisschen so Kontrast und das funktioniert ganz gut. Ja, man sieht es auf jeden Fall. Also man kann die Fische damit dann doch noch so ein bisschen aus der Reserve locken. Sie beißen heute auch nicht allzu gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir hatten auch viele Nachläufer vor allen Dingen. Das ist schon kein so gutes Zeichen. Aber ja, ein paar haben wir jetzt ja schon rausbekommen und ein kleines bisschen angeln wir noch. Vielleicht kommt noch mal eine gute zum Vorschein. Ansonsten können wir ja auch schon recht zufrieden sein. Auf jeden Fall. Das war aber die. War eine, ja. Ja, ja. Schade. Dann hast du gleich weggedreht. Eine ganz wichtige Geschichte beim Bachforellenangeln, unabhängig von der Jahreszeit und auch unabhängig vom Köder, immer die Würfe stromaufwärts setzen. Die Forellen stehen mit dem Kopf gegen die Strömung und man muss den Köder eigentlich so präsentieren, dass er von vorne kommt, weil so können sie ihn am besten sehen. Also, dass er mit der Strömung geführt wird und wenn man dann eben ein bisschen Glück hat, schießen sie aus ihrem Unterstand raus und greifen sich den. Die sind also wirklich blitzschnell. Also ich sage immer so, das ist eigentlich das, woran man einen guten Bachforellenangler erkennt, wenn man Strömung abwärts wirft und den Köder dann gegen die Strömung zu sich ranführt. Geht so gut wie gar nichts. Also es kommt mal vor, dass da ein Fisch beißt, aber es ist also, ich sag mal, 90-10%, dass man also bei den Würfen hier stromaufwärts erheblich besser fängt. Yes. So, ich habe jetzt auch mal einen Spinner dran gemacht, gibt mir ja fast nichts anderes übrig. Nachdem Gerrit damit so gut gefangen hat und jetzt um die Mittagszeit ist das tatsächlich eine gute Wahl. Ist zwar jetzt auch keine allzu große Forelle, aber hier mit dem Rodeo-Spinner, diese Fische sehen einfach so wunderhübsch aus. Ich habe ja hier ein relativ großes Format jetzt benutzt. Jetzt mal so gleich mal frei. Oh. 10 Gramm. Und dieser Spinner ist eben auch echt schön, weil der lässt sich halt für seine Größe auch wunderbar werfen. Hier seht ihr sie nochmal. Richtig, richtig hübsch, diese Fische. So, die lassen wir wieder frei. Cool. So, also Spinner Farbe Gold benutze ich ja sehr, sehr gern hier von dem Rodeo-Spinner. Echt cool. Jetzt in dieser schwierigen Mittagszeit hat er doch mal einen Fisch gebracht. Sehr gut. Ja Leute, also ich war heute mit der R18 Spinning von Seika Pro heute unterwegs. Hat ein Wurfgewicht von 5 bis 20 Gramm. Die 20 Gramm finde ich gar nicht mal so viel dafür. Oder wenn man mal betrachtet, dass man ja auch echt größere Fische bis 50 haben könnte. Ja, hat auf jeden Fall ein schönes Rückgrat. Dünne Schnur. Als Rolle eine 1000er Arias aus unserem Programm. Im Übrigen, falls man sieht, ja, der Kork, den habe ich nicht angeknabbert, das waren leider die Mäuse. Ein bisschen falsch gelagert. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall um einiges schlauer, aber erfüllt trotzdem noch ihren Zweck. Richtig. Bei mir sieht es eigentlich vom Gerät her ganz ähnlich aus. Ich habe auch diese 1000er Arias hier als Rolle drauf. Das ist ja eine sehr hochwertige Rolle, vor allen Dingen mit einer Top-Schnurverlegung. Das ist wichtig, weil wir hier mit extrem fein geflochtenen Schnüren angeln. Gerrit hat auch eine geflochtene drauf. Genau. Die hat hier irgendwie 5 Kilo Tragkraft oder sowas. Und ja, da muss die Schnurverlegung schon passen. Und natürlich auch die Bremse, die sollte sehr fein einstellbar sein und druckfrei anlaufen. Das ist entscheidend. Bei der Rute habe ich hier das etwas günstigere Modell aus unserem Seika Pro-Programm. Das ist die V-Lite. Gerrit hat ja hier mit der teuren R18 geangelt. Die Ruten sind beide sehr gut. Wobei ich
ganz ehrlich, mein Chef wird mich jetzt dafür hassen, sagen muss, dass ich diese V-Lite sogar noch ein bisschen besser finde. Sie hat so eine etwas durchgehende Aktion, also ist ein Ticken weicher als die hier, obwohl sie auch ein Wurfgewicht von 5 bis 20 Gramm hat und diese Länge von 2,10 Meter und so eine sehr weiche Aktion finde ich beim Bachforellenangeln vorteilhaft, hat man weniger Aussteiger damit. Aber das ist so ein bisschen Geschmackssache. Gerade wenn ihr jetzt öfter mal auch vielleicht Hechte im Gewässer habt, dann finde ich die wiederum besser, weil die einfach noch ein bisschen mehr Rückgrat dafür hat. Ja, ansonsten, ich habe ja gesagt, geflochtene Schnur und wir fischen natürlich beim Bachforellenangeln immer mit einem Flocarbon-Vorfach, auch ein relativ langes. Das ist hier unser V-Line Flocarbon, auch von Seika Pro, 25er habe ich hier drauf. Was hast du für eine Stärke? Ja, ich habe genau die gleiche. Auch 25er, ja. Und was vielleicht noch zu beachten ist, also wenn ihr mit Spinner angelt, dann macht es eventuell Sinn, hier so einen Karabinerwirbel zu verwenden, also noch einen Wirbel dazwischen schalten. Wir haben jetzt nur mit Karabiner geangelt. Meiner Erfahrung nach, auch wenn so ein Spinner gerne mal ein bisschen Drall auf der Schnur erzeugt, wenn man nicht einen ganzen Tag nur mit Spinner angelt, geht das auf jeden Fall. Bei Wobbler reicht einfach nur ein Karabiner, also vollkommen okay. Muss jeder ein bisschen seine eigenen Erfahrungen sammeln, aber das ist eigentlich dazu zu sagen. Ansonsten immer kleines Gepäck, damit man mobil ist und so ein Wattkescher, ihr habt es ja gesehen, macht schon Sinn, gerade wenn man bei der Fischlandung ein bisschen ungeübt ist oder auch mal einen besseren Fisch dann drauf bekommt. Ja. Mehr braucht man eigentlich nicht, eine kleine Köderauswahl und dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Ein paar Worte jetzt mal noch zur Köderauswahl. Ihr habt ja schon heute mitbekommen, was unsere Favoriten sind, nämlich Spinner und Wobbler. Der Spinner ist eigentlich ein schöner Allzweckköder, wie ich das auch vorhin schon ein bisschen erklärt habe. Sehr gut dann, wenn man die Fische so ein bisschen aus der Reserve locken muss. Aber auch in Gewässern, wo man sehr geringen Angeldruck hat, ist Spinner immer super, weil die Forellen dadurch eben richtig schön gereizt werden. Ich fische besonders gerne unseren Rodeo-Spinner hier von Fishing Tackle Max, weil das ein Modell ist, der für das Verhältnis seiner Größe ein relativ hohes Gewicht hat und auch durch diese Glockenform sich richtig schön weit werfen lässt. Ganz neu im Programm haben wir noch die Rodeo Extrema Spinner. Das ist jetzt ein verhältnismäßig großes Modell, womit Gerrit ja heute auch geangelt hat. Also das ist hier Größe 4, er hatte Größe 2. Den gibt es auch in richtig coolen Farben. Auch mit, genau wie der alte Rodeo-Spinner, mit sehr guten Drillingen ausgestattet. Und bei den Wobblern muss man so ein bisschen unterscheiden. Da hat man zum einen diese eher schlanken Modelle hier in Minnow-Form, womit wir heute auch geangelt haben. Der hat mir ja Fisch gebracht. Hier auch diese kleinen Kali-Wobbler, wenn sie mal wirklich auf ganz kleine Fische stehen. Auch sehr interessant, also das sind eher schlanke Formen. Der hier, den habe ich gerade im Test, der kommt vielleicht bei Seika Pro auch ins Programm, hat mir in letzter Zeit schon ein paar schöne Fische gebracht. Was im Sommer manchmal auch sehr gut geht, ist diese bauchigere Form, ein sogenannter Crankbait. Das ist unser Seika Pro Osaka, hat mir auch auf Forelle schon viel Erfolg gebracht, aber das ist vor allen Dingen dann gut, wenn die Fische wirklich so ein bisschen auf Krawall gewürstet sind. Und man dann auch die Bisse wieder provozieren muss. Also hier mit diesen schlanken Modellen imitiert man dann wirklich so einen natürlichen kleinen Fisch, während das wieder eher so ein Köder ist, der Aggressionsbisse auslöst. Die Köder in erster Linie in natürlichen Farben, weil die Forellenbäche ja meistens relativ klar sind, also mit so richtig schockigen Farben habe ich da noch keinen guten Erfolg gehabt. Und ja, Ködergrößen im Schnitt so zwischen 4 und maximal 8 cm. Ich persönlich bin jemand, der nicht mit allzu kleinen Ködern angelt, einfach weil man da zu viele untermaßige Fische drauf bekommt. In der Mittagssonne mit dem Wobbler gefangen. Echt gute Forelle. Oh. Kescher liegt am Ufer. Das war jetzt mit der Hand dran. Alles gut. Ja. Sehr schön. So, die zeige ich euch gerne nochmal. Hängt ganz, ganz knapp los am Wobbler dran. Aber hat funktioniert. Ja, das ist schon ein schöner Fisch. Also 30 plus auf jeden Fall. Sehr gut. Ist auch gut genährt. Hier der Einzelhaken, hat super gefasst. Was hat die wohl im Magen? Wir werden es nicht rausfinden, weil die darf auf jeden Fall wieder rein.
lässt sich leicht lösen. Richtig, richtig dick das Ding. Richtig fett. Also eine wirklich wundervolle Forelle mit den roten Punkten. Also das ist auch hier schon ein ganz guter Fisch auf jeden Fall. Und ja, ich lasse ihn wieder frei. Schon weg. Ja, ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Und ihr habt gesehen, dass diese Bachforellenangelei gerade jetzt um diese Jahreszeit, also im Frühjahr, sehr erfolgreich ist und auch vor allem kurzweilig. Ich wünsche euch, wenn ihr es ausprobiert, auf jeden Fall Petri Heil und bis zum nächsten Mal.